Meinen Aufgaben hat sich nichts geändert. Gehen wir zurück nach Fitzeberg. Ich glaube, viel zu tun ist wirklich nicht mehr hier. Wir haben ja alles an Tasks absolviert. Es kann jetzt nur zufällig sein, dass wir dann noch irgendwelche Events haben. Bei Bazaar Street war ich noch nicht. Dann nochmal zu Marion. Ne, Hill Plaza war ich noch nicht. Marion, Brücke. Dann nochmal 10 Tage pennen legen. Aisha, you're here? I have a delivery. Oh, okay. Thank you. For me, huh? I wonder what it is. Geschenke immer gern, egal von wem. Whoa, did you forget your own birthday? It looks like a present. Aha. Geburtstagsgeschenk. Since you were gone, I kept it till you got back. But I wonder what's inside. If it's food, share it with me. Okay, we'll share it. This is so exciting. I wonder who it's from. Here, it's from an energetic girl with a pointy hat. Energetic girl with a pointy hat. Wilbel, würde ich mal sagen. From Belle? Ja. Oh, there's a letter attached. Okay, let's see. Happy birthday. Thank you for always putting up with my selfishness. Please be my friend from now until forever. I worked really hard to pick out your present. I hope it pleases you. I'm looking forward to spending more time with you. Sincerely, Wilbel. Belle, thank you. I'll be looking forward to that as well. Belle wrote such polite sentences in the letter. She's like a completely different person. Thank you for the present. I'll take good care of it. Okay, and here's a belated present from me. I mean, I'd be in an awkward position if that was all you got. That's not true. You didn't have to worry about that. Now, now, you've helped me here and there, so let me take you out for dinner or something. I know this really good place. Let's go eat there today, okay? Okay, ein Floral Stuff. Ein nettes Geschenk. Mal sehen, ist der denn besser als unser? Ich weiß natürlich nicht, welcher das ist, ne? Müsste der sein, oder? Der ist es. Wow. Aber ich denke, unser Fairy Queen Stuff ist immer noch ein kleines bisschen besser. Gut, wir haben ja 10 Tage gepennt. Jetzt müssen wir die Läden hier noch einmal abgehen.
Und dann machen wir noch eine kleine Reise. Dann nochmal zu unserem Workshop. Ach genau, ich habe ewig nicht nach Memories geguckt. Ach, Linkas. Und damit können wir qualitativ bessere Sachen herstellen, okay? Wahnsinn, wie viel das ist, wenn man so zurückblickt. Okay. Gehen wir nochmal vor die Tür. Da waren wir auch ewig nicht mehr hier vor dem Workshop. Zurück nach Vierzeberg. Nächste Tour ist dann wieder nach Hornheim. Oh, Kyle hat die letzte Nacht durchgesoffen. Dabei verträgt er doch eigentlich gar keinen Alkohol. Ach so, das wäre nur eine Ausrede, die er gerne hätte. Ihm geht's einfach nur so schlecht, ohne dass er Alkohol getrunken hat. Genau, Karl, reiß dich zusammen. Du kriegst den Tag schon rum. Oh, I'm so thirsty. What should I drink? Here you go. This one's on me. Just chug it down. Was ist das? Will er uns jetzt betrunken machen? But isn't this alcohol? You've already had your birthday, so now you're old enough to drink, right? Ach so, ist Aisha jetzt erwachsen geworden? Quasi 18. Geburtstag, oder? Now that you mention it, you're right. But how do you know about my birthday?
I heard it from this guy here, who always has a smile on his face. Ja, nie, wer sonst? Kyle kept insisting that I tell him, so yeah. Alcohol? I wonder if I can handle it. Ah, Escher, du schaffst das schon. But you've never tried it before, right? There's a first time for everything. Don't worry. It's the weakest liquor I've got. I'm probably the only person who can handle it. Isn't that pitiful? Whoa, I just got really depressed for a second. Come on, there's no need to hold back. I see. Then, I'll take a big gulp. How is it? It's a smooth drink that's very popular with the ladies. Oh my. I'm in trouble. The world is spinning. Huh? I think I'm done for. Whoa, that was fast. Aisha, you're quicker at passing out than I am. I'm glad there's someone who's a bigger lightweight than me. This is no time to celebrate. Did you really give her weak alcohol? Yeah, without a doubt. It's basically just juice with a kick. If anything, there's so little alcohol, even a kid might not get drunk off of it. Sorry, Ernie. Can you take her to her room? Yeah, sure thing. I really hope Aisha's okay. Oh, I'm fine. Yep, she's definitely not okay. Well, I hope she doesn't mind me picking her up. That tickles! No, don't! Put me down! All right. Huh? She's lighter than I thought. This feels so nice and cozy. Huh? Where am I? Hey, you awake now? Huh? How'd I get into my pajamas and in my bed? Das ist eine gute Frage, wie sie ihren Pyjama anbekommen hat. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. So you don't remember. It was a big hassle. No, I don't. What did I? I remember thinking about saying hi to Mr. Kyle after coming to Hornheim. And... You're gonna trace your memory back that far? Aisha, you came to the tavern, saw me, and were offered alcohol by Kyle. Then, as soon as you took a sip, you started laughing and fell over. Huh? I don't remember that at all. At least you don't seem to have a fever or anything. But to be on the safe side, just stay in bed today. Okay. Ernie, you're like a... A mother, right? Yep, I'm starting to feel that way too. Here, Mommy brought you some water. Ew, it's so cold and delicious. So, it seems you're much more of a lightweight than Kyle. That could be dangerous, so don't drink any more alcohol, okay? Okay. But my head feels kinda light. It feels so nice! I think I might like alcohol after all. You're not allowed to drink anymore. But... I'm an adult! So, if it's just a little bit... If you really, really want to drink, you have to tell me first. You can never drink alcohol with someone you don't know, okay? Okay. Ja, sie darf jetzt nur noch in Ernies Begleitung Alkohol trinken, damit ihr nicht zustößt. Einmal gucke ich hier doch noch mal rein ins Homunculus Village. Es wird eh nichts da sein. Okay, tschüss. Um...
So, mal sehen, ob Ernie jetzt noch was zu sagen hat. Nee. Interessiert ihn gar nicht. Wie geht's? Und Odelia, alles klar? Ja, Nanaka nochmal. Sind's ja nur noch, sind nur noch ein guter Monat. Dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, die Zeit reicht dann noch für eine Rundreise. Ach komm, wir sprechen Harry ruhig an. Genau, machen wir jetzt eine Tour nochmal Richtung Riesengang. Dann zurück Vierseberg noch einmal auf den Basar. Und dann noch einmal nach Hornheim. Und das müsste es dann gewesen sein. Noch 26 Tage. Dann pennen wir noch mal eben bis zum Basar. Dann gehen wir die Stadt noch mal ab. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte erst die anderen Gebäude abgehen. Okay, keiner will was von uns. Ist ja richtig ungewohnt.
Ja, auch nicht. Ne, wir müssen eigentlich noch mal einmal kurz beim zweiten Turm vorbei. Das ist ja unsere Standardroute. Acht ist aber ganz schön lang. So, von hier aus ist es kürzer. Okay, scheint, dass hier keine Events für uns mehr gibt. Das bedeutet aber auch, dass wir dann in der nächsten Folge anfangen, uns die Enden anzugucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang so ein Ende ist. Wahrscheinlich wird es in 2-3 Stück in so einer Folge geben oder so, muss ich mal gucken. Denn in 6 Tagen ist das Spiel hier zu Ende. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, nächste Folge gucken wir dann mal, welche Enden ich freigespielt habe. Wird bestimmt spannend, also bis dann, tschüss!